Moin Moin, du bist Umkanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es den mittlerweile 11. Flottendreier. Die Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir heute mit meiner liebsten Mütze. Der 100% Merino Wollmütze von Buff. Sie wiegt knapp 100 Gramm und hat die Maße 36,5 x 28,5 x 3 cm. Sie ist zweilagig, weich gebürstet und sehr elastisch. Merino-Wolle ist wärmend, sehr windabweisend, feuchtigkeitsableitend, geruchshemmend, leicht und umweltfreundlich. Die Verarbeitung ist nahtlos und am besten im Temperaturbereich plus 10 Grad bis minus 10 Grad nutzbar. Ideal zum Trekking, Wandern, Klettern und Buschkraft. Diese Mütze hatte ich auf beiden Westwegtouren und Harztouren immer dabei. Seit 2 Jahren leistet sie mir gute Dienste und hält meinen Kopf warm. Feuchtigkeit wird ohne Probleme abgeleitet und selbst bei Nässe hält die Mütze trotzdem noch warm. Zusätzlich hat sie ein kleines Packmaß, um sie in der Jackeninnentasche zu verstauen. Alles in allem eine Mütze, mit der ich absolut zufrieden bin. Und die sich auch beim Schlafen noch gemütlich anfühlt. Volle Empfehlung von mir. Aus derselben Familie etwas, das man ebenfalls in kälteren Tagen braucht. Das Buff Multifunktionstuch. Ich nutze dieses als Schal, es ist aber auch mehrfach benutzbar und den Faltmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Für Anregungen einfach mal den Link in der Videobeschreibung anklicken. Das Funktionstuch oder Schlauchschal ist ebenfalls aus 100% Merino-Wolle sowie leicht und kompakt. Es wiegt bei den Maßen 30 x 25 x 4 cm, 86,2 Gramm und ist sehr elastisch. Ähnlich wie ein Schemack, vielseitig nutzbar und praktisch. Ich nutze dieses genauso lange wie die Mütze von Buff und bin nach wie vor begeistert. Leicht, stabil, isolierend und gut verpackbar in der Jackeninnentasche. Eine Überlegung wert. Der letzte Gegenstand im Flottendreier ist eine neue, günstige Taschenlampe. Sie ist wasserdicht und hat einen Strobo-Modus. Mir ebenfalls immer sehr wichtig, sie sollte mit einer handelsüblichen Batterie betrieben werden können, wie eine Doppel-A oder eine Dreifach-A. Sie hat 300 Lumen und neben dem Strobo-Modus noch einen High- und Low-Modus, sowie einen einstellbaren Fokusbereich. Bei einem Gewicht von 63,5 Gramm hat sie die Maße 10,4 x 2,9 x 2,9 cm und ist somit sehr gut für die Hosentasche geeignet. Hier gibt es aber einen kleinen Punktabzug von mir. Der Clip ist aus dünnem Material und bei mir mittlerweile gebrochen. Somit keine Ultra-Robust-Lampe. Bei einem Preis von knapp 9 Euro aber verkraftbar. Wer sie noch günstiger möchte, kann sie auch direkt aus China bei Gearbest bestellen. Dort kostet sie knapp 4 Euro. Ich packe euch beide Links in die Beschreibung. Alles in allem eine kleine und gute Taschenlampe für das EDC-Pack oder das Deckelfach vom Rucksack. Ich hoffe, der 11. Flotte 3 hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keinen Flotten 3 mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.